Hi ihr Lieben, ich habe ein kleines, Painting-Update für euch. Ihr seht's schon. Und zwar ist der Mowgli fertig, schon seit einigen Tagen. Und gestern habe ich versucht, dieses schöne Bild in diesen Rahmen zu bekommen. Leider ist das Bild wieder so ein bisschen verrutscht. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Also nicht dran stören, wenn es jetzt ein bisschen minimal schief ist. Aber das ist ja völlig wurschti. Es geht ja um dieses schöne, wunderschöne Motiv. Genau, ich habe für dieses Bild 65 mal 50 12 Tage gebraucht. Genau, und jetzt ist es fertig. Und ich finde es wunder, 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 wunderschön. Es ist auch richtig groß. Den Bilderrahmen habe ich mir dann bei Action gekauft übrigens. Genau. Ich habe auch immer wieder mal den Prozess gefilmt. Das könnt ihr gerne auf TikTok anschauen. Hier seht ihr jetzt auf jeden Fall das fertige Ergebnis von meinem Schatzi und das Bild ist wirklich, 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 wirklich traumhaft. Gut, jetzt ist es schon eingerahmt, das spiegelt minimal, aber ihr seht einfach diese hier am Öhrchen, diese Farben. Also es ist passt hundertprozentig. Die Augen, das ist so, so, so genial. Also wirklich ein traumhaftes, wunderschönes Bild. Wie gesagt, bestellt habe ich es ja bei Co-Deals und ich bin wirklich, wirklich begeistert. Ja, das ist das Bild von Mowgli und dann habe ich nach Mowgli jetzt noch einen ganz süßen Fuchs gepaintet. Den zeige ich euch eben auch. Dazu wandern wir wieder zum Schreibtisch. So, ich bin mal am Schreibtisch und hol mal hier mein Mäppchen raus. Die Bilder hatte ich euch ja schon gezeigt. Das sind die fertigen und das ist der ultra süße Fuchs. Den hole ich mal eben raus, den ich jetzt nach Mucklis Bild fertig gemacht habe. Vorgestern, glaube ich, habe ich das fertig gekriegt. Das ist ja so 30 mal 40. Das war so. Moment, ich popel das mal eben raus. So, genau. Das Bild ist jetzt nur 30 mal 40 und ich kann euch sagen, wenn man so ein großes Bild hat, ne, das Personalisierte von Mowgli hat ja 65 mal 50. Oh, da war dann das hier mit 30 mal 40 einfach mal super angenehm. Nach so einem großen Projekt hier was Kleineres. Und das ist der süße Fuchs. Ich finde den total schön geworden. Der ist halt so zweifarbig. Wir gehen mal ein bisschen weiter weg. Das ist immer ein bisschen besser bei den Painting-Bildern, dass ihr das einfach auch mal ein bisschen besser erkennen könnt, das Motiv. Genau, das ist dieser schöne Fuchs. Ja, und ansonsten, wie gesagt, meine fertigen Bilder, ich glaube, die hatte ich euch vorher gezeigt. Können wir uns gleich nochmal durchblättern, sage ich mal. Genau. Ja, ich zeige euch das einfach eben nochmal. Das sind jetzt die fertigen Bilder. Genau, das war jetzt nur ein Teilbild. Das ist ja auch nur ein Teilbild, aber ich finde die total schön, die Motive. Von den Motiven, da gibt es mehrere, habe ich mir jetzt noch ein paar bestellt. Dann habe ich hier den. Das klebt hier teilweise fest, seht ihr das? Das ist so ein bisschen scheiße, sonst müsste ich das mal mit Washi-Tape am Rand abkleben. Hier habe ich den Stitchy. Hier war auch ein Teilbild. Das ist auch nur ein Teilbild mit den Schmetterlingen. Genau, das ist jetzt mein Fuchsi. Dann habe ich hier noch Bilder, die gepaintet werden müssen können. Stitch, die Katze, Marie, Gorgeous. Dann habe ich hier die schöne Tinkerbell. Dann das mit dem Hundespruch. Genau, das sind jetzt aktuell meine 30x40er. Da habe ich auf TikTok gerade eine Umfrage gestartet, beziehungsweise lade ich das Video gerade noch hoch oder gleich hoch. Ich lasse diesmal meine TikTok-Community entscheiden, ob ich zunächst oder als nächstes dieses Bild mache von Gorgeous oder das Bild von Nanunana, von einer Frau. Das ist erst auch sehr, sehr schön. Mal gucken, was es als nächstes wird. So, meine Lieben, das war's von meiner Seite. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr zu diesem wunderschönen Bild von Mowgli sagt. So, hier haben wir nochmal das hübsche, wunderschöne Original, der gerade auf seinem Ball fixiert ist. Und ein bisschen aussieht wie ein Penner, er hat gerade Wasser getrunken und die Mami muss ihm wieder die Haare schneiden, ne?
Genau. Hier, mein Schatz. Ja, hier nochmal das Bild von Mowgli. Und ich wünsche euch allen einen zauberhaften, wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!